Liebe Maria, lieber Marcel, lieber Sascha, lieber Sebastian, schön, dass ihr da seid. Wir sind jetzt 5 Tage zusammen hier in Südfrankreich. Ihr habt mit Cathy und Luis schon 2 Tage geprobt und schon 2 Konzerte gespielt. Erzählt uns doch ein bisschen, wie das für euch war. Cool. Ich fand bisher die 2 Konzerte. Waren sehr, sehr cool, auch sehr unterschiedlich, war viel improvisiert. Und das macht Spaß mit den beiden auf jeden Fall. Die geben gute Energy und das Publikum ist auch, gibt auch gute Energy. Und die Orte sind sehr schön zu spielen. Ja. Noch mehr? Da schreibt es. Also wir haben ja schon sehr viel gesprochen mit der Sängerin. Ist mega spannend, weil wir wenig mit Sängerinnen arbeiten und sie hat echt so eine wahnsinnige Range an Möglichkeiten und krasse Offenheit und öffnet bestimmte Stücke echt in so eine krasse neue Richtung, was mega schön ist. Und der Ort ist natürlich auch wahnsinnig intensiv gewesen dort. Barjol und ja, ist alles auch in der Musik drin gewesen. Ich bin gespannt, wie es morgen wird. Andere Ort. Und das. Ja. Ich bin aufgeregt. Das. Und lustig ist natürlich, dass sie. Muss ich die Kamera schauen? Nee. Wirklich aufgeregt. Nee, lustig ist, dass sie aus einem komplett anderen musikalischen Hintergrund kommen wie wir. Und wir, glaube ich, sonst nie mit solchen Leuten zusammenspielen würden. Solchen Leuten davon zu sein. Das kann man alles rausschneiden. Leuten aus solchen, aus dem Genre. Aha. Und es funktioniert aber doch ganz gut. Also es ist eine große Überraschung für euch und ein Crossover. Für die auch wahrscheinlich. Ja. Ja, so ein bisschen schockig für die auch, glaube ich. Ja. Aber das ist ja gut, weil sonst bleibt man ja immer in seiner Blase. Und das ist total wichtig, kurze Schockmomente zu erfahren. Ja. Und ihr habt ja auch die, was ich gar nicht so wusste, aber dann bei den Konzerten habt ihr ja auch ihre Stücke gespielt. Ein Stück. Ja, gestern 2 sogar, oder? Zwei Stücke zusammen. Nee, es war kein Stück von ihm, es war eine Impro auch von ihm. Nee, es war immer Text. Nee, das war kein Stück. Hast du sie gefragt, ob es ein Stück war? Nee, sie hat improvisiert. Nee, sie hat mir gesagt, es war Impro. Also vielleicht eins haben wir mit ihr einstudiert von ihr, das andere war vielleicht Zufall oder Vorfall. Also eigentlich haben wir, genau, wir haben halt 2 Stücke einstudiert, eins von uns, eins von ihnen. Und der Rest ist Impro und wer die Impro leitet, dann kann man ja auch indirekt sagen, es ist ein Stück von ihnen oder von uns, wenn wir die leiten und so. Aber es ist jetzt nicht so geplant gewesen. Ja, wir wussten auch nicht, wir dachten eigentlich, wir sollten eine ganze Show mit denen spielen. Und zwar auch nicht wirklich klar, was wir eigentlich vorhaben mit denen oder sie mit uns. Und haben uns im Bus halt schon Gedanken gemacht und dann kam halt auf dieses eine Stück, wo wir dachten, es wäre echt schön, wenn man da eine Stimme dazu hat. Ich finde, das hat sich auch super schön gemacht gestern. Fuck, ja. Hat mich unglaublich begeistert. Ja. Wahnsinn, Gänsehaut, echt. Gestern nochmal die Aufnahmen bekommen. Gestern. Ja, echt. Gänsehaut. Also haben wir gestern so vor Ort mit denen zusammen entschieden, wie wir das machen wollen. Weißt du genau, was du uns erzählt hast? Das war halt eine Idee, weil wir waren total, eigentlich, wir haben natürlich angehört, was sie so machen und davor schon uns ein bisschen informiert und dann dachten wir, okay, das ist echt eine komplett andere Welt, mit der wir nichts am Hut haben, musikalisch. Und dann kamen wir halt auf das eine Stück und dachten, es würde sich halt anbieten. Und weiter darüber hinaus haben wir nicht nachgedacht. Und Sascha, für dich war das ganz anders, mit einer Sängerin zusammenzuarbeiten? Ja, normalerweise also steht, wenn dann, ist halt der Bläser da. Und ich fand es sehr cool, das hat mich sehr beeindruckt. Und es funktioniert gut. Also ich finde, also Bläser und Gesang zusammen, immer so ein Next Level noch dann drauf. Mir hat es sehr gut gefallen. Also gerade gestern, so nachdem man dann schon 2 Mal gespielt hatte, fand es heavy shit gestern. Das war so Kirchengefühl. Ja, so positiven Sinn. Ja, ja. Es war mega spirituell. Ohne das Anfassen. Nein, du hast ja auch dann deine Stimme anders genutzt, als ich es von dir kenne. Nee,
Nee, gestern nicht so, aber ja, sie inspiriert mich auf jeden Fall und motiviert mich, meine Stimme anders zu nutzen, als ich sie sonst nutze. Aber ja, das, was ich gestern gemacht habe, das mache ich schon auch öfter und davor. Aber klar, ich bin schon mutiger durch sie, auf jeden Fall. Weil sie nimmt ja wirklich, sie ist ja wirklich so eine Stimme. Das ist echt so, wow, this is no yeah. Bullshit, this is just like, all her body is like vibrating, it's amazing. Und ich nehme das ja auch so eher so als Ihr schaukelt euch gegenseitig auch so auf, so inspiriert euch gegenseitig, ihr nehmt euch so ein bisschen ja, voll. Die Angst. Ja, voll. Sie hat auch mega Angst vor diesem neuen Abstrakten und sie macht so gut. Ja. Das ist so krass, ey. Das ist unfassbar. Sie ist so gut. Wow. Ja, das ist echt ein großes Geschenk. Ja. Ich habe mir sogar schon fast überlegt, weil dieses Stück, was wir mit ihr machen, das wollen wir auch aufnehmen eigentlich. Und ich habe mir schon fast überlegt, sie einzuladen für die Aufnahmen oder halt, keine Ahnung, was so geil ist, einfach wie sie da, boah, die ist so free, die ist so spirituell, die ist so geil einfach, das ist Hammer. Sie lässt sich halt auch immer mehr fallen, weil sie hat auch am Anfang gesagt, dass sie es einfach nicht gewohnt ist, sowas zu machen. Sie ist halt immer so total strukturierte Abläufe gewohnt und... Eben, sie singt normalerweise Jazz-Standards. Ja, ja, und jetzt macht sie halt immer mehr auf und kriegt auch dieses Courage dazu und das ist echt super schön. Ja. Und das war das Shocking, was du gemeint hast davor. Ja, weil sie schon sehr nach Form gespielt haben, also Chords und Text und Liedsheets und sehr und so die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist eher so, ich beschreibe eher so Gefühle oder Landschaften, um was auszudrücken. Und dann sage ich, ja, spiel wenig, aber denk an so einzelne Sterne, die so auffunkeln oder sowas, sage ich dann. Und dann, das versteht man dann, glaube ich, erstmal gar nicht. Das ist ein bisschen schockierend vielleicht, die Art und Weise, aber... Aber ich habe auch gemerkt, wie das so 1, 2, 3, 4 Tage gebraucht hat, auch bis sie verstanden haben, was ich so ungefähr meine oder was wir meinen. Und gestern kam sie zu mir und hat gesagt, so, slowly, I get it. And it's amazing, so. Ja. Nice. Ja. Sehr gut. So halt auch so diese Freiheit, aber gleichzeitig irgendwie nicht genau, bis wo diese Freiheit geht und so, ne? Das ist so ein bisschen... Ja. Na, das war schön. Was ist denn wichtig bei so einer Collaboration? Wollt ihr? Ich sonst... Ich kann nur mal. Es muss natürlich auch menschlich immer passen und ich glaube, wir mögen die beiden gerne und verstehen uns auch gut so. Und ja, man muss, glaube ich, offen sein einfach und das versuchen ja auch beide Bands quasi, immer jeweils ein Stück vom anderen und so. Ja. Ist auch ganz geil, dass wir ein Set haben die gespielt, dann wir ein Set und dann zusammen. Und dann sieht man, weil gestern haben dann ein paar zu mir gesagt, es wäre geil, wenn ihr alle zusammen das ganze Konzert gespielt hättet. Aber ich finde es eigentlich ganz geil, dass man sieht, wo jeder herkommt. Weil man muss ja jeden da abholen, wo er ist. Also ich weiß, in der ersten Probe da war es echt viel das Thema, okay, welche Songs spielen wir, was von dir, was wir nie so machen. Oder normalerweise, wenn wir mit anderen Leuten spielen aus irgendwelchen anderen Musikgenres oder Kulturbereichen, dann lernen wir immer erstmal ihre Songs, nämlich mit jedem. Und dann werden sie in unsere Welt gestoßen und müssen damit klarkommen, dass wir was anderes draus machen. Und also, ja. Ich fand es cool, dass sie ihr Set taten und dann wir und dann zusammen. Dann hat man gesehen, die Entwicklung auch. Also, ja. Ich finde es auch gut. Ich finde es sogar besser, wie er sagt. Ja. Wir machen es echt im Endeffekt mit jedem so. Erstmal lernen wir deren Tunes, so ja. Welcome. Ja, und dass dann die sich erstmal wohlfühlen und dann. Und dann kommt die Stunde der Wahrheit. Ja, das Menschliche ist wirklich wichtig. Das ist irgendwie. Harmoniert einfach untereinander. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, was wir auch oft uns sagen, dass es einfach fast schon wichtiger ist, miteinander abzuhängen, als die ganze Zeit zu proben. Weil vor allem in der Improvisation kommt es dann immer ganz gut raus, ob man sich versteht und wie man kommuniziert und das Ganze. Das hattet ihr jetzt gar nicht so viel.
Doch, sie kam doch. Ja. Ich fand es super schön, dass sie an dem zweiten Abend mit einer Flasche Sekt kam. Abends, obwohl sie auch zu Hause sitzen hätten können und ihren ruhigen machen können. Und sie kam in der Sektflasche und haben mit uns noch gefeiert. Das fand ich super sweet. Ja. Und da war für mich irgendwie so dieses, right. Jetzt sind wir angekommen, jetzt kommen sie zum Trinken zu uns. Ja, aber auch das Essen zusammen, das war auch schön. Ja. Die wunderbaren Essen. Ja, von dem unwunderbaren Trieb. Ja, the best food ever. The best food for good music. Ja, cool. Ja, mit dem Trieb war auch so toll, mit der singenden Säge. Das war echt, das war so schön. Und das war super spontan. Und wir haben echt, ich habe danach auch mit ihm gesprochen und er hat gesagt, I just lost myself. I don't know what happened. Yeah. And this is the best sign. And later we checked the video with Enid and it's just the best, really. It's like one thing. Yeah. It's really like beautiful. Thank you komm so much. Komm morgen noch. Ja, es kommt noch ein Rapper dazu. Überraschungsrapper. Ihr kennt ihn alle. Wer? Ja, wir wissen es auch noch nicht. Ich sag was. Ich glaube, es ist ein Rapper. Ich auch. Wenn es um Rapper geht. Wenn die Kamera aus ist. Ray. Ja, was wirklich? Ich sag dir, wenn die Kamera aus ist. Das Fernsehen ist nicht mehr so schön, dass ihr da seid. Ja, warte, danke echt. Danke, Dank, dass ihr da seid. Ja, es ist echt. Ja. Darauf weiß man einfach Antwort. Ja, das ist echt ein großes Geschenk für voll uns. Voll schön bei euch. Ja. Überall. Überall in unseren Häusern. Ja. Häuschen. Die alle ziemlich auch, ähnlich aus. Auch im Ort. Ein bisschen eng. Ist schön. Cool, schön. Ja, toll, schön. Jetzt genießen wir nochmal ein Essen. Ja. Das letzte. Nein. Ja, morgen gibt es kein Essen. Morgen ist morgen gibt's kein Tag Essen. Morgen sind wir in La Plaine, da gibt es Pastis. Wie viel Pastis sind ein Schnitzel? 10. Okay. Ja, genau.